Gut, heute gibt es wieder ein Steak und zwar ein Ribeye Steak / Entrecot mit einer wunderbaren Ofenzwiebel. Und wie ich das Ganze gemacht habe, liebe Leute, das wisst ihr ganz genau. Das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Liebe Leid, kaum bin ich aus dem Sauerland zurück, geht's weiter mit der Zwiebelliebe, denn heute machen wir ein richtig schönes Steak mit einer Ofenzwiebel. Ihr könnt ja mal Hashtag Zwiebelliebe unten in die Kommentare ballern, wenn ihr für richtig schöne Zwiebelliebe seid. So eine Ofenzwiebel habe ich jetzt persönlich noch nie gegessen. Ich weiß, die gibt's schon vor Christi, aber ich bin ein Spätzünder. Ich brauche ein bisschen länger. Ich habe noch nie eine Ofenzwiebel gegessen, deswegen machen wir heute eine Ofenzwiebel. Und dazu musste ich als erstes mal die Zwiebel teilen. Moses teilte das Meer, der Daniel teilte die Zwiebel. Und dann habe ich die Zwiebel in diese wunderbare Form gegeben und ein bisschen Olivenöl drüber gegeben. Und da kommt jeweils jetzt ein Stück Butter drauf. Und dann kommt das Ganze bei 180 Grad indirekt in den Grill und wird ungefähr, ja, so eine Viertelstunde, 10 Minuten, Viertelstunde erst einmal ein bisschen gebacken. Und das gibt uns jetzt die Zeit, für diese Zwiebel eine schöne, ich nenne es jetzt mal Marinade anzumischen. Und dazu brauchen wir erst einmal ein bisschen Zucker. So 2 Esslöffel, das langt. Und dann kommt ein bisschen Balsamico-Essig hinein. Nehmt bitte wirklich den Essig und nicht diese Balsamico-Creme, weil die Balsamico-Creme ist sehr cremig und da ist auch schon sehr viel Zucker drin und wir brauchen nicht noch mehr Zucker und dann wird es noch cremiger und noch fester. Nee, wir wollen halt wirklich so eine schöne flüssige Marinade. Also nehmt bitte richtigen Balsamico-Essig. Und dann wird das Ganze gewürzt. Achtung, liebe Leute, jetzt folgt ein bisschen Eigenwerbung. Und zwar würze ich das mit meinem grünen Kobold. Den grünen Kobold, wo ihr den herbekommt, das steht unten in der Infobox. Da ist ein Link, könnt ihr draufklicken, könnt ihr ihn euch bestellen. Das ist immer, wenn ich so 5 Sachen auf einmal sagen will, dann verhaspel ich mich. Also nochmal, da könnt ihr euch den Kobold bestellen, da unterstützt er meinen Kanal, unterstützt er ein bisschen die Wirtschaft. Und für alle, die sich ihre Gewürzmischung gerne selber mischen, oben ist der Link zum Video, könnt ihr euch den grünen Kobold auch gerne selbst nachmischen. Und bevor ich es vergesse, ich habe noch ein bisschen Pfeffer zur Marinade gegeben, das möchte ich euch natürlich nicht unterschlagen. Und hier habe ich ein wunderschönes Steak. Wen es interessiert, unten in der Infobox ist ein Link, das Steak ist vom Schwarzwälder. Aber natürlich könnt ihr das Steak nehmen, das ihr gerne möchtet oder das ihr euch bei eurem Metzger holt oder wo immer ihr euch eure Steaks holt. Und das habe ich jetzt vorher gesalzen. Da scheiden sich die Geister, liebe Leute. Der eine sagt vorher salzen ja, der andere sagt vorher salzen nein. Macht so, wie ihr es für richtig haltet. Lasst euch von niemandem irgendwas vorschreiben. Jeder hat so irgendwie seine Philosophie beim Grillen. Ne? Ich mach's manchmal nicht. Das ist keine Ahnung, aber ja, also lasst euch nichts vorschreiben. Macht's so, wie ihr gerne möchtet. Ich habe die Zwiebeln mal beiseite geschoben, weil unsere Zeit, also die Viertelstunde ist ungefähr rum. Die Zwiebeln sind schon ein bisschen warm. Aber ich brauchte die Fläche hier, um mein Steak anzugrillen. Hört ihr dieses Geräusch? Ist das nicht großartig? Ich liebe dieses Brutzeln. Und ich liebe Grillmuster. Deswegen versuche ich jetzt ein Grillmuster zu zaubern, liebe Leid. Das Steak wird von jeder Seite ungefähr in Summe 3 Minuten angegrillt. Bei so einem dicken Steak geht das. Och ja, Grillmuster. Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Was sagt ihr? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wo war ich jetzt stehen geblieben? 3 Minuten von jeder Seite. Ich bin ein Fan, ein dickeres Steak zu nehmen, statt zum Beispiel 2 dünne, weil bei einem dickeren Steak kann man weniger falsch machen. Ganz im Ernst, wenn ihr so 2 dünne nehmt, dann kann es schnell passieren, dass es in den Hintern geht und dann, na, so. Während das Steak noch ein bisschen brät, übergießen wir unsere Zwiebeln mit der Marinade. Das sieht schon richtig gut aus und das gibt jetzt an die Zwiebeln noch so einen richtig schönen, säuerlichen, süßlichen Geschmack. Das wird großartig. Das Steak kommt jetzt in den indirekten Bereich und kann zusammen mit der Zwiebel jetzt gar ziehen. Gargrad vom Steak, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Ich habe jetzt hier 56 Grad gewählt, einfach weil das hier im Haus gerne gegessen wird, diese Kerntemperatur. Drunter gehe ich meistens nicht mehr. Ich esse mein Steak auch gerne bei 54, aber wie gesagt, ich beuge mich natürlich der Mehrheit. Ich möchte natürlich, dass alle mein Essen genießen können. Und mit 56 Grad komme ich absolut klar. Unser Steak hat seine Kerntemperatur erreicht. Unsere Zwiebeln sind auch fertig. Jetzt lassen wir das Steak nochmal ganz kurz ruhen. Und dann können wir es in Tranchen schneiden.
Und das sieht richtig, richtig gut aus, das Messer, das gleitet da durch, das ist schön zart. Der Gargrad ist genau der, den ich haben wollte. Ja, was soll ich sagen, liebe Leid? Das Schlimme ist, ich habe das ja schon probiert. Ich weiß ja, was jetzt, ne? Und dann sitze ich hier und dann denke ich, ach, guck dir das mal an. Waren das schöne Zeiten, als du dieses Steak gegessen hast. Wie ich probiert habe, das seht ihr natürlich am Ende vom Video. Ich richte jetzt die Tranchen auf dem Brettchen an. Wie ihr das Steak jetzt anrichtet oder wie ihr das esst, das bleibt natürlich euch überlassen, ist klar. Und dazu kommen jetzt noch die Ofenzwiebeln, die sich natürlich auch super eignen, im Backofen zu backen. Ne? Ihr müsst, wenn ihr keinen Grill zu Hause habt, könnt ihr das Rezept natürlich selber auch nachmachen, auch wenn ihr keinen Grill habt. Ne? Das geht. In dieser Auflaufform, ich wollte gerade Auffangbecken sagen. Diese Auflaufform befindet sich ja noch ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Essig und Geschmack von der Zwiebel. Und damit übergießen wir unser Fleisch, damit wir noch ein bisschen Aroma dran geben. Ja, und dann sind wir mit unseren Backofenzwiebeln oder Ofenzwiebeln und unserem Steak auch fertig. Und liebe Leute, ich bin mir fast sicher, ihr möchtet das gerne mal nachmachen. Und damit ihr das könnt, braucht ihr folgende Zutaten. Ihr braucht ein Steakfleisch nach eurer Wahl, 2 große Gemüsezwiebeln, 4 kleine Stück Butter, 2 Esslöffel Zucker, 6 Esslöffel Balsamico-Essig, ein bisschen grünen Kobold, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Dieses Rezept, also diese Angabe ist jetzt für 2 Personen, könnt ihr euch satt essen dran und was soll ich sagen, ich sag nämlich jetzt nichts mehr, denn jetzt wird probiert. Und hier ist es, dieses wunderbare Ribeye Steak oder auch Entrecot genannt. Wenn ich Entrecot sage, dann klingt das immer so, als würde ich aufs Klo gehen, aber komm, egal. Hier ist die Ofenzwiebel, Ribeye Steak. Es wird jetzt probiert und nicht so viel rumgepappelt, so wie sonst immer. Ne? Ich rede ja immer und rede und rede und höre gar nicht mehr auf zu reden. Ne? Ja, komm. Ich schneide mir ein Stück von dieser Ofenzwiebel runter. Oh, die ist schön weich. Sehr, sehr schön. Ein bisschen was von dem Ribeye. So. Was ist denn das für eine Kombi? Leute, das schmeckt ja ultra gut. Ultra gut. Diese Zwiebel ist ja der Hammer. Süßlich, aber auch ein bisschen säuerlich. Boah, großartig. Liebe Leute. Also die Menge an, ich nenne es jetzt mal Dressing. Ich kaue es mal zu Ende. Ja, die Menge an Dressing, so wie ich es jetzt mal nennen möchte, reicht ungefähr für 2 große Gemüsezwiebeln. Also ne, für jeweils eine Hälfte davon, beziehungsweise eine Hälfte, was rede ich denn da für einen Quatsch? 2 Gemüsezwiebeln in der Mitte durchschneiden, habt ihr 4 Hälften. Meine Güte, heute ist irgendwie nie so mein Tag, ich habe auch nie so gut geschlafen. Ist aber auch egal, tut mir leid, das müsst ihr unbedingt nachmachen, weil das schmeckt wirklich, wirklich gut. Und ich kann von Glück reden, dass ich heute noch nicht gefrühstückt habe. Weil das schmeckt so lecker, das esse ich jetzt nämlich auf. Und ihr solltet jetzt abschalten, damit ihr das Ganze auch nachmachen könnt. Aber vorher, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann. 'Cause I've been running this world.